Hallo Leute, ja, wie waren wir stehen geblieben? Hier hatten wir Filter gesetzt, das war der Mordak. Der Mordak hatte noch eine Idee mit einer Mordfarm, die er auch in einem Video gemacht hat. Könnt ihr euch auf seinem Kanal mal anschauen. Irgendwas war mal im Ton aber nicht okay, aber ich habe das schon gesehen. Ich weiß gar nicht, ob ich es nachvertont habe. Und da sind Tausende, nein, es sind bestimmt Millionen von Mobs, die da in einem Raum sind. Das ist der Hammer. Ich glaube, mein Rechner würde das gar nicht schaffen, hier das anzuzeigen. Er würde dann in die Knie gehen, weil er momentan sowieso in die Knie geht. Ich muss unbedingt auf den neuen schwenken. Ich schaff's aber einfach gerade zeitlich nicht. Okay, wir sind jetzt hier aber Oxygen not included und wollen gucken, dass wir hier zum Beispiel den Schacht ein bisschen weiter anpassen und da müssen wir mal gucken, wie es weitergeht. Ne? Dann würde ich sagen, nach dem Intro gucken wir da weiter. So, hier habe ich schon zwei Sachen zerlegt. Das andere ist ja alles schon passend. Ne? Ich glaube, wir wollten doch hier definitiv den Schacht weiter runter machen. Das sieht auf jeden Fall so aus. Da oben war eine Schleuse. Hier ist gut, da ist gut. Ja, könnte man den Gang dann weiter runterziehen. Aber hier ist noch diese Farm dazwischen. Na, lass das erstmal nochmal so. Hier kann man noch was einstellen. Fertigkeit des Duplikanten. Was haben wir da? Zwei Stück. Kamille. Ja, die kann auf jeden Fall was machen. Super schweres Graben wäre möglich. Haben wir erst einen Duplikanten, also ist das auch okay, wenn da zwei sind. Hier unten bei Pyrotechnik. Verbessertes Basteln. Sind zwei, hier sind es vier, da oben sind es einer. Dann machen wir erst das. Und dann haben wir hier noch Stinky, unser Nachtschichtler war das, glaube ich. Was kann der oder kann der nicht? Aber der ist hier auch schon am Limit. Das macht keinen Sinn, dass wir ihm jetzt noch was zuweisen. Das hatten wir, glaube ich, letztes Mal schon gesehen. Er ist auch schon mit der Raketennavigation unterwegs. Ich glaube, das lassen wir mal. Das ist besser. Gut, hier wird das Tor abgebaut, das ist auch schon mal gut. Ja, wir müssen dann hier so ein bisschen die Farben umgestalten, ne? Aber das machen wir ja später. Wir sind erstmal hier unterwegs. Hier soll auch aufgeräumt werden. Ja, da wird auch was aufgeräumt. Nur beim Aufräumen, was haben wir denn jetzt hier ausgewählt? Organisch. Eierschalen sind da nur drin. Mach weiter Eierschalen da rein. Aber hier, der hat nix. Weil hier ist dann voll, dass es nicht klappt. Ah, der erste wahrscheinlich, ne? Aber hier ist ja auch alles drin, oder wie sehe ich das? Ja, das bringt ja jetzt nicht so viel, oder? Ist jetzt alles raus, ne? Oder? Jetzt ist auch wieder für alles Platz. Können die alles wieder hinbringen. Ich glaube, das ist die Idee, die dahinter steckt bei Mordrak, ne? So, hier kann gegraben werden. Das funktioniert noch. Hier haben wir noch eine Mauer, weil hier müssen wir dann zusehen, dass wir den Dingens vertreiben. Wie heißt es? Den Sauerstoff. Ne, Sauerstoff nicht. Das Chlor vertreiben. Und das machen wir hier so kaputt, indem wir hier Granit. So, ja, das müssen wir hier mitmachen, ne? Vielleicht kommen wir dann an den und können den hier einen Stein hinsetzen, ne? Oder wie war das? Dann kriegen wir das vielleicht enger. Vielleicht geht das. Ich weiß nicht, ob das hier reicht vom Platz her. Müssen wir gucken. Hier, die haben auf jeden Fall jetzt was zu essen, ne? Ich glaube, da sollte keiner verhungern sein und mürrisch sein. Glücklich. Auch glücklich. Ach so, hier unten, die waren es, ne? Ja, die sind auch glücklich. Und er ist auch glücklich. Er ist auch glücklich. Alle sind glücklich hier. Das hat schon mal geklappt hier. Und hier unten sollten wir vielleicht nochmal einen machen, oder? Weiß ich nicht. Auf jeden Fall klappt das ja hier mit dem Sauermachen jetzt, oder? Hier ist jetzt schon, wird schon Alge produziert, ich glaube schon, ne? Sch 600 Schleim erzeugt 200 Algen. Läuft das jetzt, oder? Sieht auf jeden Fall so aus. Die kühlt, die Keuchwurz. Wie weit sind wir denn nach oben? Hier könnte man abbauen. Hier oben haben wir ja zumachen wollen, ne? Ah, die kriegen die Keuchwurz da nicht weg, oder wie sehe ich das? Das Ausgraben klappt hier nicht. Ah, das ist jetzt doof, ne? Warte mal, das würde bedeuten, wir bauen den wieder ab. Zerleg den mal, weil dann können wir den weiter rüber drücken. Ja, irgendwie so müssen wir es machen, ne? Jetzt müssen wir da improvisieren, glaube. Mach da drunter mal eine Leiter, dass die da hochkommen. Ich glaube, hier muss die hin, damit die dann da hochkommen, oder?
Mach mal zwei. Gut. Ach so, mit dem Sauerstoff hatte der Mordrak auch noch geschrieben, das CO2. Ach so, nee, das war ja mit dem Schalter. Das haben wir erledigt. Aber Sauerstoff ist immer noch viel zu viel in der Basis hier unten drin, ne? Hier ist ja immer noch Sauerstoff drin, ey. CO2 drin. Wird auch nicht weniger irgendwie. Hier selbst in den obersten Räumen ist schon schlecht mit Luft, ne? Kriegen wir das hin? Gute Frage. Hier muss angeschlossen werden der Filter. Der auch. Klappt hier gerade nicht so, wie ich mir das vorstelle. Wenigstens haben wir hier ein schickes Bild über den Betten hängen schon mal, ne? Und hier ist noch nichts fertig. Hier ist alles safe. Hier haben wir noch Räume, die wir noch weiter ausbauen können. Das sollten wir vielleicht mal tun. Graben anfangen hier. Da auch. Ja, wir machen was hier. Grab da auch mal was rein. Ich komme hier sowieso mit den Masken an, ne? Ja, ich glaube, ja. Haben wir denn hier Masken drin, die aufgefüllt sind? Ich glaube schon, ne? Hier fehlt zwar O2, steht da, aber ich glaube, das passt jetzt hier. Lass mal gerade das Lüftungsoverlay anschmeißen. Ja, da geht Sauerstoff rein, das ist schon mal was. Diese Maske ist sogar vollstehend. Ja, ich glaube, das System, was der Mordrak hier so vorgeschlagen hat, funktioniert jetzt einigermaßen, ne? Die schlechte Luft wird da reingepumpt. Auf jeden Fall kriegen wir hier immer schön dann das hier raus. Und da ist ja auch der schmutzige Sauerstoff drin, der hier unten wegkommt. Ja, da müssen wir nur irgendwie am Ende aufpassen, dass das hier uns nicht vollläuft. Irgendwie funktioniert die Filteranlage nicht, ne, oder? Die Pumpe müsste doch schon längst... Ah, jetzt war sie kurz einmal an. Ach so, der Verbrauch ist wahrscheinlich nicht da, ne? Kann das sein? Das ist unser Problem. Es ist zwar genug schmutziges Wasser da, glaube ich, oder? Ja. Aber das saubere Wasser geht nur hier in die Pflanzen rein. Und das ist hier zu wenig, wa? Wo könnte das saubere Wasser denn noch irgendwo anders auch noch hingehen, ne? Also von hier unten wird es ja auch noch hochgepumpt. Und das geht dann in unsere Duschen und sowas rein. Dass am Ende alles so wird, weiß ich nicht. Jetzt sind sie erstmal alle am Pennen und wir haben hier viele Räumlichkeiten, wo noch aufgeräumt werden muss, ne? Naja. Ja, hier sieht es doch jetzt auch irgendwie komisch aus. Ich glaube, wir können jetzt mal hier die Rutschestange umbauen auch, ne? Zerlegen. 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 Hier können wir sie, glaube ich, noch verlängern, gerade mal schon mal. Ah, ne, da oben war sie nicht, da unten. Rein theoretisch kann sie hier gleich auch schon hin. Hier war immer noch der Wassergeysir, ne? Analyse bevorstehend, ausstehend. Vielleicht graben wir hier mal einen hin, oder? Ich glaube, da können wir nur eine Leiter nehmen, machen, damit wir da besser runterkommen. Geht irgendwie nicht. Obsidian ist hier. Müssen wir gucken. Lass uns das da auch noch weggraben. Vielleicht geht's dann. Aber das ist schon mit drei Graben angefordert, ne? Also hier können wir auch noch aufräumen, ne? Damit wir das Metall kriegen. Ah, die Leiter ist hier. Dann machen wir die doch da auch hin, ne? Oder? Ach, guck mal, da ist ja schon abgebaut. Das heißt, wir können die Rutsche schon durchbauen. Und
Hier geht's doch auch schon. Dann rutschen die doch schon bis da unten hin. Isolierter Ziegel, der kann da erstmal weg. Ja, obwohl, von der Temperatur her wird das wahrscheinlich dann hier schon schwierig sein. Ne? Deswegen sollten wir hier die Rutschestange nicht durchhaben. Vielleicht ist das doch noch falsch da. Zerlegen, abbrechen. Hier müssen wir was mit Schleuse bauen, denke ich. Ja. Hier noch weiter abbauen. Sollten wir hinkriegen. Die können da auch weiter abbauen. Aber macht hier gerade keiner. Das CO2 muss irgendwie in den Tank, hatte der Mordrak mal geschrieben, ne? Vielleicht sollten wir das mal angehen, oder? Hier so hin erstmal? Ich glaube, ich mache das erstmal, ne? Ich habe keine Ahnung, wie das geht. Wird wieder eine neue Errungenschaft sein, ne? Da kann man bestimmt dann auswählen, was da reingeht. Oder das macht man über ein Dingens. Wie heißt es? Überlüftungs-Overlay. Ist das eine Pumpe dahin? Ich weiß nicht. Mordrak wird mir das dann wieder schreiben, dass ich das wieder falsch gemacht habe, ne? Hier ist ein Ausgang, aber den brauchen wir erst noch nicht, oder? Ich würde erstmal das CO2 da reinpumpen. Ob das gut oder schlecht ist, weiß ich nicht. Aber ich würde es erstmal machen. Wie sieht es hier mit Strom aus? Weil die Pumpe braucht bestimmt auch Strom. Den haben wir da. Und der wird dann wahrscheinlich... Wir müssten das eigentlich so machen, ne? Und hier so. Und das Sichtbare nachher weg, ne? Oh, die sind schon am Tank bauen. Ah, wahrscheinlich muss ich hier aber noch ein Ding ins... ja, ja, da haben wir einen Fehler drin, ne? Gelagert, ja. Das ist wohl falsch, was wir hier gemacht haben. Können wir gleich abreißen. Weil da muss der Ding ins hin. Die Pumpe wahrscheinlich. Der Filter. Lüftung. Gasfilter. Ist das so richtig? Ne, ich glaube nicht. So müsste der Filter richtig sein. Und... Achso, ja, da müssen wir ja noch ein Rohr dann haben, dass das nach oben geht wahrscheinlich. Ich glaube, hier kommt die Filterware raus und hier kommt der Rest raus, ne? Der kommt in den Raum rein. Ah, jetzt habe ich das Overlay weggemacht. Den machen wir dahin. Ich glaube, so müsste das eigentlich funktionieren dann. Da müssen wir mal gucken, wie das ist. Vielleicht sollten wir erstmal hier nochmal diese Leitung hier... Kriege ich die schnell noch abgewählt? Kohlendioxid? Ne, ich will die Leitung haben. Gasleitung. Bau abbrechen, weil ich wollte erst durchpusten. Ich glaube, das muss man machen, ne? So war das doch irgendwie, ne? Dass in der Leitung nur noch Dingens ist. Das ist, was wir brauchen. Und wenn wir das haben... Dann passt's, ne? Warte mal, das machen wir hier hin. So, dann stellen wir den ein. Und da kommt Kohlendioxid hin. So, jetzt sollte das dann irgendwie funktionieren, ne? Gaspumpe. Und dann müssen wir wieder so einen Sensor machen, ne? Ist die denn schon angeschlossen, die Pumpe? Eigentlich schon, oder? Oder haben wir Strom noch gar nicht gerade gelegt? Das kann auch sein. Doch, haben wir. Ah, jetzt pumpt sie auch. Ja, weil kein Ausgang war, ne? So, jetzt müssen wir gerade gucken.
Ne, Sauerstoff ist Quatsch. Lüftungsoverlay. So, was passiert jetzt hier? Ah, der Filter hat keinen Strom, der braucht noch Strom. So soll das funktionieren eigentlich. Ja, ich weiß nicht, ob das gut oder schlecht ist, aber wir müssen erstmal zusehen, dass wir den Kohlendioxid irgendwo reinkriegen und das wäre halt dieser Tank, ne? Ich hoffe, das funktioniert erstmal, dass wir etwas davon loswerden. Wie wir das dann weiter verbrauchen, weiß ich noch nicht. Ich muss da nochmal gucken. Vielleicht schreibt mir das auch der Mordrak. So, hier ist da was gebaut? Nein, ist es nicht. Die Rutschestange wurde gebaut, okay. Die können da jetzt schon mal runter, das ist schon mal was. Lass uns gerade noch hier dieses zerlegen, das zerlegen. Das wird sowieso zerlegt. Und lass uns hier die Treppe noch dahin bauen. Weil dann ist die in einem Rutsch runter nachher. Ich hoffe, das passt alles soweit. Gut, dann würde ich aber auch sagen, machen wir erst einen Cut hier. Ich bedanke mich recht herzlich fürs Zuschauen. Würde mich freuen, wenn ihr das nächste Mal auch wieder mit dabei seid. Falls ihr noch kein Abo habt, macht eins. Falls euch die Folge gefallen hat, gebt einen Daumen hoch. Macht euch die Glocke an, kriegt damit, wenn ich das nächste Video hochlade. Gerne Kommentare schreiben und auch gerne das Video auf anderen Kanälen teilen. Wir sehen uns in der nächsten Folge. Bis dann. Ciao.